der Snack der Woche. Süßes oder salziges? Oder saures? Der Snack der Woche. Und ich bin ganz gespannt, was es wird. Ja, es ist was Süßes. Auch aber nicht wieder Schokolade. Nein. Auch wenn der Trailer ja immer verspricht, dass es auch mal was Saures gibt und auch mal was Salziges. Bisher gab es eigentlich fast immer nur was Süßes, aber... Bei mir nicht. Das stimmt. Letzte Woche zum Beispiel gab es was Saures und ich kann dir versprechen, demnächst gibt es was Salziges. Aber so weit sind wir noch nicht, sondern in dieser Woche wird es, ich sag mal so... 17 Uhr Sonntagnachmittag in deiner Überraschungskiste. Du darfst jetzt öffnen. Das wird immer alles so angepriesen hier. Ich bin immer so. Was hast du denn für Vorstellungen, wenn ich sage Sonntag 17 Uhr? Sonntag 17 Uhr? Hm? Keine Ahnung, Kaffeekuchenzeit. Es gibt Kaffeekuchen. Auch ich kann übrigens durch die Welt reisen. Ah, das knistert jetzt. Das knistert. Vielleicht steht er nochmal neben mir. Was ist das? Es ist ein Kuchen. Aus der Türkei. Peki-Cake. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich kann kein Türkisch. Nee, ich auch nicht. Also, aber das wird nicht die Verpackung sein? Nein, ich habe die Verpackung extra entfernt, damit du ein bisschen rätseln kannst, was es wohl ist. Ich glaube, die Verpackung würde alles erzählen. Es ist eine kleine Yes-Torte. Na dann pack mal aus. Also Yes kennt man ja noch von früher hauptsächlich. Früher gab es ja unzählige Sorten davon. Ja. Ich glaube, mittlerweile gibt es nur noch ein oder zwei. Und die gibt es auch nur, weil Fans das zurückgefordert haben eine Zeit lang. Das Yes-Törtchen war ja schon mal weg. Okay, gut, dann öffne mal. Guck mal, ob ich das hier auch zurückfordere oder ob ich es dir auch so zurückgebe. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gegessen. Also, Mitch öffnet die Packung. Sie ist von innen aluminmäßig gegen Hitze geschützt. Wer es sehen will, wir machen einen Videopodcast. Ja. Aber ganz vergessen zu erwähnen. Habe ich schon erzählt. YouTube und Spotify. YouTube, Spotify und wir sind ja auch eine Fernsehsendung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in Hannover und Wernigerode, herzlich willkommen. Seit letzter Woche sind wir da immer freitags zu sehen. Und ich sehe hier ein Törtchen mit Schokolade. Ich nehme das Papier ab, damit der Hund nicht gleich zum Muschel kommt. Das ist jetzt wenig überraschend, wenn man Kuchen erwartet hat, weil so habe ich es mir auch vorgestellt. Naja, die Form ist ja schon mal besonders. Sieht ein bisschen aus wie ein Eclair aus Frankreich. Mhm. Aber es ist kein Eclair, ne? Es ist viel, viel weicher. Ja. Es ist gefüllt mit, weiß nicht, was es ist. Na, das musst du uns verraten. Ich hab's nicht gegessen. Irgendeiner süßen... Was Süßes süßen, ist gefüllt mit süßen was Füllung. Ich kann's nicht erraten. Ich weiß nicht, was wonach. Ist so süß, es schmeckt einfach nur süß. Es schmeckt alles gerade gleich hier von dem Ganzen. Echt? Oh, das klingt aber nicht so toll. Es schmeckt auch sehr nach einem Also wie ein Yes-Törtchen. Aber bei Yes waren immer in der Mitte, war da immer diese sehr, sehr süße Creme, die eigentlich nicht so geschmeckt die hat. Die ist hier auch drin. Ja? Sie schmeckt auch nicht. Sie schmeckt einfach nur süß. Na, wenn du es ranken musst. Soll ich schon ranken? Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so. Ich glaube, du musst mal nachspülen. Ich glaube, es ist so süß, da verklebt der Mund, da musst du mit deinem Spezi mal nachspülen. Es ist tatsächlich so, dass türkische Süßigkeiten sehr süß sind. Auch immer sehr süß sind. Ja, das stimmt. Also schmeckt ganz gut. Mehr wie eins wollte ich jetzt auch nicht essen. Würde ich jetzt auch nicht essen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 fantastisch ist, ist das hier eine 6. Ist wirklich nur eine 6. Weil es schmeckt, aber es ist irgendwie... Okay.